Pan Litz, bitte sehr. Dziękuję bardzo. Sehr geehrte Hohe Beauftragte, ganz herzlichen Dank für Ihren starken Vortrag für Pressefreiheit, für die Freiheit der Journalisten. Das unterstützen wir und das Parlament hat Sie zweimal schon aufgefordert, auch mit den Mitgliedstaaten in Dialog zu gehen für die Rüstungsexporte. Saudi-Arabien sollte keine Rüstungsexporte mehr bekommen. Das haben auch die Konservativen hier im Haus beschlossen. Und es ist jetzt wichtig, dass wir dieses Thema aufrechterhalten. Selbst die deutsche Regierung erkennt an, wenn ein Land nicht liefert, dürfen die anderen Länder auch nicht liefern. Kohärente Außenpolitik heißt kohärente Rüstungsexportpolitik. Und dementsprechend hoffe ich, dass wir es schaffen und dass Sie uns unterstützen in der Aufforderung, dass wir Saudi-Arabien hier gemeinsam europäisch die Antwort geben, keine Rüstung mehr zu geben in dieses Land, damit wir ein klares Zeichen setzen. Das ist auch eine Grundlinie für das Europaparlament, was wir verfolgen, auch über die Rüstungsexportkontrollberichte. Und ich würde sehr freuen, wenn Sie diese Botschaft mit aus dem Haus nehmen. Danke. Dziękuję bardzo. Także za dyscyplinę czasową.